Guten Morgen! Ich war jetzt schon duschen und jetzt geht's ab zur Arbeit. So, ich bin gerade wieder zu Hause angekommen, Arbeit ist jetzt fertig. Ja, ich habe eigentlich gelogen. Ich habe die Kamera heute Morgen vergessen, wir haben nicht morgens und ich war gerade nach der Arbeit duschen. Aber ich bin jetzt zu Hause. Ja, ich schneide jetzt, gehe kurz am PC und schneide was. Dann kommt ein Freund vorbei und dann gehen wir eben einkaufen und dann trinken wir heute Abend ordentlich was. Ja, das ist so mein Tagesplan. Lasst euch überraschen, ich nehme euch mit. Beste Socken mit Hotdogs, ey! So, Daniel ist jetzt noch gekommen. Was? Sag doch mal Hallo. Hi. So, ich bin jetzt mit dem Daniel noch in Rewe gefahren. Wir kaufen Bier und Chips für heute Abend. Ja, alles gut. Wir haben nur ein bisschen Bier gekauft, also reicht. Das war noch nicht mal beabsichtigt. Weiß nicht. Wie geht's dir mit so viel Bier? Ich fühle mich schon leicht unterhopft. Ne? Ja. Du bringst Wagen weg und ich hole dich ab. Also ich würde sagen, wir fahren einfach jetzt weg und sammeln den nicht ein. Da kommt er. In dem Moment, wo du gerade abgebogen bist, wusste ich, scheiße, der fährt dran vorbei. So Leute, unser Bier ist zu warm. Wir stellen das jetzt in die Dusche. Und machen das kalt. Wir haben unsere Idee geändert. Wir stellen das einfach in ein kaltes Becken. Ist auch umweltfreundlicher, man muss ja ein bisschen an die Umwelt denken. Ey, das Wasser könntest du aber auch in Briefumschlag zu nur nach Afrika schicken. Ja, auf jeden Fall. So, ich gehe mit Daniel jetzt gerade noch hoch bei uns im Dorf in den Bauwagen rein. Nix schlucken. Drei. Spucken. Zwei. Nicht spucken. Eins. Los. Los. Also, wir wollen noch gar nicht schlucken. 3, 2, 1, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Like da lassen, Follow da lassen. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr beim nächsten Vlog wieder. Und dann heißt es wieder... Saufen. Okay. So, ich sitze hier gerade im Schnitt und habe gemerkt, dass der Vlog ziemlich kurz geworden wäre. Deshalb habe ich zum Schluss nochmal... ein Teil eines Vlogs dran geschnitten, der vom 17.12.2019 war. Das waren ungeschnittene Szenen, die habe ich damals nicht hochgeladen, weil ich mir dachte, muss man nicht machen. Aber jetzt ist die Situation da, da lade ich es hoch. Ist im Video auch gekennzeichnet gewesen für die Leute, die es gesehen haben. Das heißt, ja, nicht, dass er nachher irgendwie zu einem Shitstorm kommt oder so und alle sagen, ey, ihr tragt keinen Nasenschutz, Mund-Nasenschutz, ihr habt keinen Sicherheitsabstand, diese Aufnahmen können alle bezeugen, die da waren, waren von 17.12.2019 und deshalb geht das auch alles klar. Nicht denken, wir machen da irgendwas Verbotenes, aber denkt immer dran, Sicherheitsabstand 1,5 Meter, Mund- und Nasenschutz, wenn ihr im öffentlichen Raum seid. Ja, und versucht die anderen Leute nicht anzustecken.